Schau mal in deine Fläche von der. Schau noch mal. Nach rechts. Und links ist ein bisschen mehr Platz. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum ersten Livestream. Wir machen ein kleines Workout, vor allem so ein bisschen für den Oberkörper. Mein Name ist Benny, wir sind hier bei Turicum Fit und ja, wir bringen euch jetzt die ganzen Turicum Workouts zu euch heim, jeweils diese Woche, immer vom 11 Uhr bis am 14 vor 12 Uhr und nochmal vom 5 Uhr am Abend bis am 14 vor 6 Uhr. Ihr könnt einfach jeweils immer einschalten, auf den Livestream klicken. Und dann geht's los. Gut, okay, wir fangen an mit einem kleinen Warm-up. Wir werden nicht grossartig sagen, was wir alles machen. Ich werde euch allenfalls auch noch ein bisschen Korrekturen anbringen, in Form von, wenn ihr etwas nicht machen könnt, wenn etwas vielleicht ein bisschen schwierig ist, damit wir dort eine kleine Ausweichübung haben. Aber vor allem geht es mir darum, dass wir uns jetzt einfach 45 Minuten schön durchbewegen haben. Gut, okay, legen wir los. Ihr braucht eigentlich nur ein Yogamatteli jetzt für die Anfangsübungen, plus ihr braucht noch irgendetwas in der Box. Ihr könnt das auch auf der Badwannenrand machen, ihr könnt das auf einem Stuhlrand machen. Eigentlich ist das, was wir jetzt vor allem brauchen. Jetzt, wenn ihr regelmäßig möchtet bei den Livestreams mit dabei sein und mitmachen, dann wäre es gut, wenn ihr noch eins oder zwei Kettlebells hättet. Für einen Mann ist das so zwischen einer 12er und einer 16er wäre gut. Beides wäre super. Und bei den Frauen eher so 8, 12, vielleicht 16, kommt ein bisschen darauf an, wie fit das ihr sind. Wie gesagt, das Yogamatteli. Und wenn ihr dann noch ganz crazy wettet werden, habt ihr noch einen Yoga-Block und einen Foamroller. Ja, wenn ihr das euch bestellen könnt, ich tue noch am Schluss noch sagen, wo ihr das machen könnt, dann sind ihr eigentlich good to go für alle Workouts, die wir jetzt hier werden aufschalten. Okay, legen wir los. Geht ihr mal bitte in die Liegestützposition, und zwar in so einer Liegestützposition, wo ihr einen schön aktiven Rumpf habt. Dann nehmt ihr mal ein Bein vor, neben die Hand, und kreiset einfach mal schön um euer Hüftgelenk, um euer Handgelenk, Kniegelenk herum. Nach zwei, drei Wiederholungen wechselt ihr einfach die Seite. Und dann bleiben wir da etwa eine halbe Minute. Schön in dem Stretch. Und gut, Seite wechseln. Dann die andere Seite. Schauen, dass ihr das Hinterbein auch gestreckt habt. Ja. Dass ihr auch nicht irgendwie am Boden sind, sondern schön gestreckt habt. Die Arme sind gestreckt. Kreiset mit dem Oberkörper um die Handgelenk. Mit dem Knie ums Fußgelenk kommen. Okay, gut. Dann wechseln wir gerade nochmal die Seite. Und jetzt geht ihr mit dem Ellenbogen vom gleichseitigen Knie, geht ihr runter Richtung Boden, hinten bleibt das Bein gestreckt. Schön ausrotieren. Hebt ihr etwa 2 Sekunden pro Position. Und Seite wechseln. Gleichen auf der anderen Seite. Konzentrieren darauf, dass das hintere Bein schön gestreckt ist. Wenn ihr nicht ganz am Boden runterkommt, kein Problem. Geht einfach so weit, wie ihr kommt. Probiert das langsam zu machen. Und nicht pressieren.
Okay, dann lockern. Dann mal abknündeln. Euch so drin hineinbegeben. Dann schauen, dass ihr mit dem Gesäß hinten schön könnt auf die Ferse sitzen, wenn ihr das nicht könnt, wenn euch das weh tut, dann bleibt ihr noch ein bisschen oben. Es geht jetzt einfach mal darum, dass man da Kniegelenk, Fußgelenk schön durchbewegt, respektive in eine schöne Streckung bringt. Jetzt könnt ihr absitzen. Hände hinten dran, hinter dem Gesäß auf den Boden. Und so weit rauf, wie es geht. Wenn ihr so ein bisschen in den Schultern eingeschränkt sind, so wie ich, dann kommen wir nicht so weit rauf. Das Ziel wäre parallel. Schön aufdrücken. Hier oben schnell ein bisschen spannen. Gesäß packen, schön zusammen spannen hier oben. Und noch einmal. Und gut, lösen. Wunderbar, liegt drauf den Bauch. Arm auf die Seite raus. Die, die ein bisschen beweglicher sind im Schultergelenk, die können die Arme ein bisschen weiter oben behalten. Nicht ganz rauf. Die, die nicht so beweglich sind, so wie ich, die können die Arme ein bisschen weiter oben nehmen. Gut, und dann rollen wir einfach seitwärts. Diagonal mit dem Bein. So weit, wie es geht. Rauf. Das Ziel ist mit den Zehen. Oder mit den Zehen Richtung Hände zu kommen. Und ich merke, dass wir wahrscheinlich nicht auf beiden Seiten gleich gut sind. Und mal bei der einen Seite bleiben. Könnt ihr mit der freien Hand hier noch ein bisschen wegstoßen. Wenn ihr jetzt schon ein bisschen schnauft, ist das gut. Mit den Übungen absichtlich ein bisschen aneinander reihen. Nicht viel Pause machen. Und wechseln. So, dass euer Kreislauf auch ein bisschen muss mitschaffen. Und lösen. Gut. Nochmal schnell herknündeln. Einerseits ein bisschen den Kreislauf oben runterkommen, für die, die jetzt schon recht atmen müssen. Andererseits nochmal Kniegelenk, Fußgelenk ein bisschen mehr in eine Position hineinbringen, wo ich nachher die Übungen ein bisschen erleichtert. Gut, okay. Dann machen wir jetzt das Gleiche nochmal in der vorderen Seite. Gehen wir einfach da diagonal mit dem Fuß schön zu der Hand rauf. Die ein bisschen beweglicher sind, nehmen die Hände ein bisschen weiter rauf. Die nicht so beweglich sind, nehmen die Hände ein bisschen weiter oben. Und mal auf der einen Seite bleiben. Jetzt könnt ihr mit der Hand aufs Knie gehen, diagonal fixieren. Und jetzt überall schauen zu der Seite, wo die Hand, respektive der Arm, entspannt ist. Die Arme gut tief ein- und ausschnaufen. Und wechseln. Generell jetzt bei diesen Übungen für die Beweglichkeit immer auf den Atem achten. Dann schauen, dass ihr hier schön schnaufen könnt. Ja, keine Pressatmung. Versucht auch bei jedem Atemzug ein bisschen mehr zu entspannen. Und lösen. Okay. Gehen wir nochmal auf die Vorderseite. Hände sind schulterbreit, die Füße sind auch etwas schulterbreit. Dann schieben wir das Gesäß nach oben und hinten, probiert mit den Fersen am Boden runterzukommen. Kopf zwischen den Armen. Ihr werdet es kennen, die Yoga machen. He? Downwards Facing Dog. Dann probieren hier ins Hohlkreuz zu kommen. Im unteren Rücken eher probieren, ein Hohlkreuz zu machen, anstatt einen Rundrücken. Bein gestreckt lassen, Ohren zwischen den Armen. Und jetzt rollen wir gerade nach vorne. Und lasst den Rücken ein bisschen durchhängen. Altdecke schauen, Cobra-Position. Wenn ihr jetzt hier Schmerzen habt im unteren Rücken oder einfach ein komisches Gefühl, geht runter auf die Ellenbogen und macht das Gleiche dort auch auf den Ellenbogen. Wenn ihr dort immer noch Schmerzen habt, dann könnt ihr die jetzt einfach auslassen. Rollen wir hinten.
mit dem Gesäß schön oben auf die Ferse, Kopf zwischen den Armen hängen lassen. Die Arme sind gestreckt jetzt hier in dem Fall. Schön nach vorne kommen, Kopf zwischen den Armen hängen lassen. Wenn ihr könnt, kommt ihr mit dem Kopf oben auf die Matte. Und den Flow machen wir jetzt gerade nochmal. Jetzt gehen wir führen. Downward Facing Dog. In Cobra. Und hinter der Child's Pose, aber mit den Armen die vorne. Und lösen. Saubi. Hey, gut. Okay. Alles ein bisschen durchbewegt, vor allem Wirbelsäule, Hüfte. Das sind so die Sachen, die jetzt hier für uns wichtig sind. Jetzt könnt ihr das mal wegtun, das brauchen wir jetzt nicht mehr gerade. Okay, machen wir unsere Muskeln ein bisschen warm. Ganz einfach. Jetzt zuerst mal mit der Wirbelsäule starten. Das Gesäß nach hinten drehen. Hände anzuschläfen oder die können oder wollen die Hände vorne überkreuzen. Das wäre die bevorzugte Position. Einrollen. Ellenbogen schön zusammennehmen zwischen Knie. Und wieder ausrollen. Es geht darum, dass wir vom Scheitel bis zum Steiß alles wirklich schön durchbewegen. Wie eine Schnecke einrollen, nachher wieder wirklich schön ausrollen und beim Ausrollen die Ellbogen schön zurücknehmen. Machen wir das ein paar Mal. Let's go. Ihr müsst da nicht speziell auf den Atem achten. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr schön zirkular atmet. Das heisst, nie eine Pressatmung machen, nie den Atem anhalten, sondern einfach schön durchschnaufen. Und jetzt bleiben wir oben in dieser Position. Das Gesäß bleibt schön da hinten. Und schön ausrotieren. Schön die Rotation machen. Aber den Rücken schön gestreckt behalten. Und lösen. Wunderbar. Gegenübung. Plank. Schaut hier in der Plank, schauen, dass ihr eure Arme parallel habt. Also hier nicht irgendwie so zusammennehmen. Und auch wenn es geht, nicht mit der Hand flach auf dem Boden, sondern der Handrücken auf dem Boden. Und schön tappen lassen, Gesäß, Schultern und Fersen sind in einer Linie. Was ihr nicht machen wollt, ist das hier. Und einfach schön durchtappeln. Jetzt mehr Muskulaturanteil. Mehr Last, ein bisschen mehr Widerstand. Ein bisschen höheren Sauerstoffverbrauch in den Muskeln. Ihr solltet jetzt schon das Gefühl haben, dass ihr ein bisschen am Schnaufen sind. Dann stützen wir rauf. In die Liegestützposition. Macht euch eine Pause, wenn ihr wollt. Noch ein bisschen ausschütteln. Nochmal in die Liegestützposition und jetzt führen mit den Ellbogen. Mit den Knien an die Ellbogen. Auf der gleichen Seite, links Knie zum linken Ellbogen und rechts dasselbe und jetzt überkreuzen. Okay, noch zweimal, dann haben wir es. Und gut. Wir müssen alles ausschütteln. Hinten haben wir aktiviert, vorne haben wir Licht aktiviert. Machen wir noch etwas für die Hüfte und für die Oberschenkel. Schulterbreit herstehen, Füße sind leicht ausrotiert, das Gewicht vornehmlich auf den Fersen. Und währenddem, dass wir hier in die Hocke gehen. Den Arm aufnehmen. Dann schauen, dass die Arme gestreckt haben, dass sie hier wirklich schön lang machen. Nicht irgendwie einfach so etwas oder nach vorne, sondern kommen hier richtig schön auf mit diesen Armen. Schauen, dass der Rücken schön gerade bleibt. Und lockern, dann in Ausfallschritt. Dann gehen wir mit dem hinteren Knie am Boden. Dann schauen, dass wenn wir da unten sind, das Knie schön über dem Fußgelenk bleibt, dass wir nicht führen gehen da, sondern schön gerade senkrechten Unterschenkel. Auf der Diagonalseite kommt der Arm nach vorne, schieben wieder zurück und diagonal immer schön in Ausfallschritt. Schauen, dass das Knie schön über dem Fußgelenk bleibt und dass er nur mit dem Knie hinter den Boden liegt.
nur leicht duschieren. Oberkörper ist aufrecht, schön senkrecht. Nicht dafür kommen, also. Schön aufrecht bleiben. Und lockern. Okay, wunderbar. Geht ihr auf die Knie. Machen wir ein paar Liegestütze, die können. Machen es direkt auf den Füßen. Alle anderen auf den Knie. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt, nehmt bitte ein Böckli. Dann dürft ihr vielleicht noch aufstützen hier auf dem Böckli. Und macht das so. Ja. Nehmt einen Stuhl, Sofa, irgendetwas. Okay, jetzt machen wir folgendes. Eine Liegestütze. Wir lösen nachher eine Hand, lange eine Schulter an, diagonal, und kommen nachher wieder runter und dann immer wechseln. Natürlich wollt ihr da stabil bleiben mit den Hüften. Ja, nicht irgendwie da rumschwanken. Und der Körper geht in einer Linie runter. Oberschenkel und Brust berühren gleichzeitig den Boden. Da machen wir nicht zu viel, kommt nachher nochmal. Einfach nur, dass die Gelenke schön warm sind. Okay, wunderbar. Ja, dann legen wir los. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr müsst jetzt nicht alles merken, was jetzt kommt, sondern es kommen 7 Übungen. Es sind ein paar Oberkörperübungen, ein paar Rumpfübungen dabei. Wir machen 3 Runden von dem und wir machen immer 10 Wiederholungen pro Übung. Das heisst, wir schauen, dass wir diese 7 Übungen schön durchmachen. Ohne grosse Pause, dass wir dort dann einfach wirklich auch den Kreislaufanteil ein bisschen aufbringen. Wenn ihr nicht mehr mögt und ich mache einfach weiter, dann ist das okay. Dann einfach gerade zu der nächsten Übung kommen mit mir. Das heisst, ich versuche euch schon noch ein bisschen Zeit zu geben und euch ein bisschen zu spüren, wie lange das ihr werdet haben. Das wird logischerweise nicht mit allen klappen, aber wenn wir jetzt hier einfach durchmachen und ihr habt zum Beispiel erst 6 Liegestütze gemacht, dann schon 10 und ich wechsle schon zu der nächsten Übung, dann könnt ihr einfach mit mir mitwechseln. Ihr kommt dann schon genug dran. Nach 7 Übungen, respektive nach einer Runde, machen wir eine Minute. Machen wir eine Minute Pause, könnt ihr etwas trinken, schnell ein bisschen ausschütteln. Okay, wunderbar. Mätteli braucht ihr nicht mehr. Könnt ihr wegtun. Ich probiere auch immer so ein bisschen Alternativen zu geben, wenn etwas nicht gut geht für Leute, die jetzt vielleicht weniger stark sind. Okay, legen wir los. 3 Runden, 7 Übungen. 10 Wiederholungen. Ich sage jeweils immer an, was als nächstes kommt. Wir fangen mal an mit der Liegestütze. Und jetzt, um das ein bisschen schwieriger zu machen, könnt ihr eine Kettlebell nehmen. Und ihr könnt mit der Kettlebell, wenn ihr eine habt, immer schön wechseln. Machen wir die Liegestütze so. Wenn ihr einen Yoga-Block habt, nehmen wir einen Yoga-Block. Ja, machen wir genau dasselbe. Da könnt ihr vielleicht sogar den Yoga-Block wechseln, anstatt euch selber. Oder ihr macht es mit einem Foam Roller. Ich mache es nachher mit jedem Tool einmal, für jede Übung einmal durch mit euch. Ich fange mal mit der Kettlebell an. Wer keins von diesen Tools hat, macht einfach Liegestützen am Boden. Völlig okay. He? Okay, wunderbar. 10 Stück. Und auf geht's. Fünf. Schön stabil bleiben im Rumpf. Nicht anfangen schlechter werden in der Position. Noch 3. Wer schon fertig ist, macht Pause. Und gut. 10 Liegestütze. Hätten wir. Könnt ihr gerade auf den Rücken liegen. Machen wir so ein bisschen Schwingcrunches. Hinten die Hände berühren den Boden. Aufsitzen, Zehen berühren die Hände oder die Hände berühren die Zehen. Dann kommen wir hier einfach rauf. Auch hier zeige ich euch in jeder Runde wieder eine andere Variation. Die nicht raufkommen, kein Thema. Macht einfach so weit, wie ihr könnt. So, natürlich den Count verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Machen wir zur Sicherheit noch ein paar mehr. Wäre ja nicht gut, wenn ich da zu wenig würde machen. Und noch eine. Jetzt können wir gerade sitzen bleiben für die nächste Übung. Das sind die Hand Hip Thrusts. Übrigens, wenn ihr die Übungen mal selbstständig machen wollt und so sicher sind, wie wir es gemacht haben, geht auf unseren YouTube-Channel, dort sind alle Übungen drauf.
Dann hier wieder schön nach oben drücken. So weit auf, wie es geht. Wenn ihr jetzt schon ein bisschen schlabberige Arme habt, wenn es nicht mehr so gut geht, liegt auf den Rücken. Macht einfach die Tasse hier. Ja, und sonst macht ihr jetzt einfach so weiter. 5, 4, ja. Und 1. Gut. Schön ausschütteln. Nochmal auf den Rücken. Jetzt sind die Hände neben dem Gesäß. Die Beine nicht überkreuzen. Ja, bleiben schön parallel. Und dann probieren wir jetzt wie eine Kerze aufzukommen. Füße stoßen wir richtig Decke. Und noch eine. Für die nächste Runde dann schauen, dass ihr auch nicht einfach hinterher rollt. He? Nicht einfach nur die Schwerkraft brauchen, sondern wirklich schön aktiv mit dem Bauch und der Hüfte schön aufziehen. Okay, gut. Dann machen wir die Benchdips, die ich euch vorher gesagt habe. Sucht ihr ein Rändchen. Am besten wirklich einen Stuhl nehmen, den ihr vielleicht vor dem Fernseher oder vor das Handy oder für den Screen einfach nehmen. Je weiter ihr da vorne geht, je schwieriger wird es. Aber ihr müsst probieren, mit dem Gesäß schön näher an der Kante zu bleiben. Da, he? Nimm den noch ein bisschen nach vorne. Sehen wir das da noch ein bisschen besser. Alright. Und 10 Stück, schön tief runter. Probiert da richtig schön Bewegungsumfang hoch zu halten. Probiert, bleiben noch eine Sekunde schnell unten, damit wir wirklich schön da sicher sind, dass wir ganz unten sind. Aufpassen jetzt nicht mit den Hüften da vorne. He? Schön nah mit den Hüften. Und noch 3 Stück. Spätestens jetzt solltet ihr langsam so ein bisschen merken, dass die Arme, vor allem jetzt im Trizeps, so ein bisschen müder werden. Gut. Liegt ihr nochmal auf den Boden. Jetzt könnt ihr vielleicht nochmal euer Mättchen nehmen, wenn ihr wollt. Seitlich aufstützen. Da die Hand flach auf den Boden, mit irgendwie so etwas. Eine Linie, Fersen, Knie, Hüfte, Schultern. Schön in einer Linie, dann gehen wir hier 10. 10 Mal rauf, so weit es geht. Probieren hier auch nicht nach vorne zu rollen. Zum Wechseln, hier oben bleiben. Mit dem freien Arm unten rein. Umdrehen. Und dann geht es gerade weiter. Ich drehe mich um. Dass mich da nicht wieder von hinten anschauen. 2, 3, 4. Die Moment. Ihr könnt auch oben die freie Arm nach oben strecken. Noch 2. Und lösen. Supi. Okay. Eine Runde haben wir geschafft. Let's go. Ich habe zwar versprochen, mache eine Pause, dann machen wir das auch. Ungefähr eine Minute, dann schön ausschütteln. Schon etwas trinken, wenn ihr habt. Wir werden nächste Woche um die Zeit für den Livestream ein bisschen mehr Kettlebells reinnehmen. Das heisst, wir werden jetzt ein Upper Body Kettlebell Workout daraus machen. Nicht ein reines Upper Body. Also besorgt euch die Kettlebells. Für alle, die gerne mit den Kettlebells arbeiten, am Donnerstag, am 11. auch nochmal. Dort geben wir Vollgas mit den Kettlebells, recht ein höchstes Intervalltraining mit ein bisschen mehr Kreislaufaktivität. Okay, gut. Let's go. Push-ups. Mache ich das mal mit dem Yoga-Block. Jetzt bewege ich mich nicht mehr, der Yoga-Block bewegt sich unter mir. Könnt ihr jetzt mit einer, weiß nicht, Küsse irgendetwas machen. Kauft dann einen Yoga-Block, Kettlebell, Foam Roller. Let's go, 10 Mal. 1. 2. Schauen, dass ihr ganz runter geht.
Oh, noch zwei. Ja, nicht. Ja, nicht probieren, irgendwie noch sparen und einen halben Weg machen. Lieber auf die Knie gehen, dafür ganz runter. He? Bewegungsumfang ist immer wichtig. Gut, Crunches. Jetzt machen wir etwas weniger isoliert, respektive etwas isolierter, etwas weniger mit Schwung. Ihr könnt die Hände nach vorne nehmen, aufsitzen, oben die Hände nach oben strecken. Und schauen, dass ihr, wenn ihr runter und hoch kommt, dass ihr schön abrollt. Bein etwas angewinkelt. Seid am Schluss schön die Sitzbeinhöcke spüren, wenn ihr drauf hockt. Schön runden Rücken machen. Zum Abkommen und auch so einen Schneck. Aufrollen zum Hochkommen. Noch zwei. Einen noch. Und Rest. Supi. Gerade hocken bleiben. Hand Hip Thrusts. Jetzt verkürzen wir auch ein bisschen Pause, merkt ihr. Wir gerade weiter. Kreislauf darf auch ein bisschen mitmachen. Schön hoch aufkommen mit den Hüften. Alright, supi. Dann Hip Raises. Aufstrecken, denkt daran, nicht hinterher schaukeln, aufstoßen oder vielleicht sogar ein bisschen führen, wenn ihr ein bisschen mehr Gas geben wollt. Und. Und noch eine. Dann die Bench Dips. Habt ihr jetzt hoffentlich alles parat? Da schön wechseln. Nicht grosse Pause machen. Schön tief runter. Sekunden nicht unten bleiben. Noch zwei. Letzt. Sauber. Dann. Side-ups. Machen wir hier auch ein kleines Add-on. Machen wir es ein bisschen schwieriger. Für alle, die jetzt schon bei der letzten Runde genug hatten. Die bleiben einfach bei der alten Übung, die wir als erstes gemacht haben. Nur rein auf und runter. Alle anderen nehmen die Arme. Wenn wir einmal einrotieren, wenn wir unten sind. Ich schwitze schon ein bisschen. Das heisst, das ist genau das, was wir wollen. Ein kleiner Kreislauf am Arbeiten ist nicht allzu fest. Wir müssen dann ganz am Schluss noch ein bisschen rauffahren. Und Seitenwechsel. Andere Seite, ihr könnt schon mal loslegen. Und los geht's. Mit einrollen. Alle die, die jetzt normale Side-Ups gemacht haben, sind jetzt ein bisschen schneller durch. Ihr habt ein bisschen mehr Pause. Natürlich wieder das Zählen verloren. Zur Sicherheit noch ein paar mehr machen. Und der letzte. Alright. Wunderbar. Eine Minute Pause. Lockern. Puh. Ja. Ich mache das immer noch so mit meinen Kunden so ein bisschen am Morgen. Ein bisschen Bodyweight-Sachen, ein paar Runden. Aber immer mal wieder gut, wenn man es selber macht und spürt, hey, ist ja trotzdem nicht ganz ohne. Gut, dann schaut, dass ihr hier schön könnt lockern könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr zwischendurch auch ein bisschen stretchen. Das machen wir dann sonst einmal, dass wir in der Pause ein bisschen aktiver bleiben und einen Stretch noch machen. Aber jetzt wirklich einfach mal erholen. Gut, okay, Foam Roller. Kann man ein bisschen schneller wechseln, dann muss ich nicht mehr aktiv überstellen, sondern ich kann einfach überrollen. Gehen wir jetzt noch ein bisschen schneller, probieren wir noch ein bisschen Speed zu geben, aber trotzdem immer noch Form,
Position, die Stabilität schön hoch behalten. Liegestütze, auf geht's. Eins, ein bisschen schneller. Fünf, trotzdem schön runtergehen, nicht sparen. Noch zwei. Und der letzte. Und rest. Gut, Crunches. Tun wir nochmal ein bisschen etwas drauf. Ohne Schwingen mit. Ein bisschen Zusatzgewicht könnt ihr einen Kettlebell nehmen. Könnt ihr da schön am Foodie heben oder Kugel heben. Nicht irgendwie am Griff. Da mit dem Daumen schön im Griff hecken. Okay, der möglichst immer schön über dem Tor verlassen. Die können, können ganz strecken. Alle anderen das auch so machen, dass man Kettlebell ein bisschen führen kann. Hilft auch schon ein bisschen, allerdings ist es dann anstrengender für die Schultern. Weniger für den Bauch. Noch zwei. Alrighto. Hand Hip Thrusts. Ja, nicht zu viel Pause machen. Vier. Fünf. Sechs. Neun, noch einen. Und der letzte. Zack. Schön. Auf die Bank. Das ist die, die am isoliertesten Arm braucht. Denkt daran, dass ihr auch mit dabei bestimmen könnt, wie streng das sein soll. Ich kann sie ja ganz nah nehmen. Und dann ist es gar nicht mehr streng. Noch zwei. Und noch einen. Gut, Setups. Die jetzt eine Kettlebell haben, können jetzt zusätzlich noch Kettlebell nehmen. Das macht es nicht unbedingt viel schwerer für die Hüfte, aber es ist noch so eine zusätzliche Aufgabe für die Stabilisation der Schultern. Der Trizeps muss noch etwas machen. Wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt einfach bei den vorhergehenden Variationen bleiben. Okay. Ihr merkt, dass sie anfängt rumzuwackeln oben. Wenn ihr nicht sicher sind, ob ihr sich heben könnt, dann schaut rauf. Die Stabilisation ist viel einfacher. Wenn ihr das Gewicht anschaut, das gilt dann auch für so Sachen wie Turkish Get-Up. Und lösen. Okay. Pause. Schultern haben. Schulterarm. Ein bisschen Rumpf. Machen wir noch eine Minute Pause und dann machen wir da noch ein bisschen etwas für den Kreislauf. Nur ganz wenig, ein bisschen den Motor laufen lassen, so dass er heute schön aktiviert sind den ganzen Tag. Nehmen wir einen Schluck zu trinken, das Zeug wegräumen. Spätestens jetzt braucht ihr wirklich kein Schmetterl mehr. Sind die Tour von dort? Nein. So, zwei Minuten Pause, noch ein bisschen oben machen jetzt ein kleines 6 Minuten Training. Das heisst, ihr werdet immer eine gewisse Wiederholungsanzahl von 2 Übungen machen während dieser Minuten. Das heisst, wenn ihr das schnell erledigt, habt ihr zwar ein bisschen mehr Puls oben, aber ihr habt dafür auch ein bisschen mehr Pause. So ein bisschen Himmel und Hölle. Ja, kommt ein bisschen darauf an, was ihr lieber habt.
für nur 6 Minuten denke ich, können wir schon mal probieren, Gas zu geben und probieren, den Pace zu heben während diesen 6 Minuten. Also, wir machen Folgendes. Wir machen Down and Ups oder Burpees. So der Klassiker bei den Conditioning-Übungen. Machen von denen 6 Stück. Und nach diesen 6 Stück machen wir 10 Kettlebell Swings. Kettlebell Swings für die, die Kettlebell haben. Für alle, die keine Kettlebell haben, die machen einfach 10 Mountain Climbers pro Seite, also 20 Mountain Climbers total. Mountain Climbers sind in der Liegestützposition, dann rennen. Und dann zählen wir einfach auf 20. Links, rechts, gleich 1, 2. Dann schauen, dass ihr wirklich schön berührt, dass ihr da nicht zu viel oben habt, ja, sondern richtig schön berührt. Und alle anderen machen 10 Kettlebell Swings. Ja, also das heisst, Burpees, anblicken und aufpumpen, wenn jemand die Burpees nicht machen möchte, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen oder einfach jetzt schon ein bisschen müde, machen wir normale Down and Ups, hindern und aufstehen, ohne anblicken und ohne aufpumpen. Gut, alright, 6 Minuten lang, lassen wir den Puls ein bisschen hochkommen, 6 und 10 Swings. Oder 6 Down and Ups und 20 Mountain Climbers. Ich gebe euch jeweils vor, wie viel Zeit wir haben. Wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. Normale Swings. Bis auf Augenhöhe. Und genau 30 Sekunden gehabt. Jetzt haben wir schön ein Verhältnis von 1 zu 1. Arbeitszeit und Pausezeit. Wenn ihr das jetzt nicht habt, wenn ihr jetzt immer noch dran seid, jetzt gerade, machen weniger Wiederholungen, machen 2 Down and Ups oder Burpees weniger plus 2 Swings oder 4 Mountain Climbers weniger. Wir legen los. In 3, 2, 1 und go. Wir probieren jetzt immer so um die 30 Sekunden zu bleiben. Alright, immer noch 30 Sekunden. Machen wir eine Runde mit einer skalierten Version. Mit ein paar Wiederholungen weniger. Einfach damit ihr das ein bisschen spürt und seht, wie es vom Tempo her wieder aussieht. 15 Sekunden noch. 10 Sekunden. Gut schnaufen. Aktiv erholen. 3, 2, 1 und go. Ich mache jetzt nur noch 4 Down and Ups. Schön gemütlich da. Nicht pressieren. Mountain Climbers. Schon ein bisschen ausschütteln. Machen wir mal 16 Mountain Climbers. 3, 4. Vier, drei, zwei und lösen. Jetzt haben wir auch genau 30 Sekunden gehabt. So soll es sein, wenn ihr mit den 4 Burpees plus 16 Mountain Climbers immer noch länger dran sind, jetzt immer noch dran sind, dann könnt ihr hier nochmal ein bisschen reduzieren. Nochmal um 2 Wiederholungen reduzieren. Steigen nochmal ein mit der 1-2-1 Version. Wir legen los in der 4. Runde. In 2, 1 und go. Okay.
Okay. Schön lockern. Pause machen. Hört auf, wenn ihr jetzt immer noch dran seid. Macht wirklich Pause. Arbeitszeit. Pausezeit etwa 1 zu 1. 10 Sekunden. Machen noch 2 Runden. Und dann haben wir es. Hey, kleines Stretch-Out. Und dann haben wir schon das Training erledigt. Und go! Okay. Woo. Stoppen, stoppen, Pause. Okay, das Ganze noch einmal. 15 Sekunden. Bald haben wir es. Wenn ihr das jetzt alles einigermaßen durchgezogen habt, super. Mega. Okay, letzte Runde in 2. Eins, go! Und die letzten Swings. Hey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war genau richtig für am Morgen oder am Mittag, um alles ein bisschen aufwecken. Die, die noch Power haben, oder in 1-2 Stunden wieder Power haben, machen heute Abend bei der Alina noch mit. Das ist ein 45 Minuten HIIT-Workout, HIIT-Workout, High Intensity Interval Training, wo wir noch ein bisschen mehr Kreislauf laufen lassen, ein bisschen weniger verkraftlich, ein bisschen weniger Pause, aber dafür auch ein bisschen mehr Wiederholungen und ein bisschen einfachere Übungen. Gut, jetzt könnt ihr euch ein Mätteli holen. Ich soll etwas trinken für die, die wollen. Macht wieder ein bisschen Platz da. Noch ein bisschen die Hauptmuskeln und Gelenke entlasten. Nochmal abknündeln. Dann nochmal mit einer Seite am Bein fixieren und da am Fußgelenk heben. Die, die Mühe haben mit dem Fußgelenk, können auch einfach so sitzen. Aber das wäre die bevorzugte Position. Je länger dass ihr das macht und auch ein bisschen üben, je besser geht es noch mit der Zeit. Fixieren. Dann könnt ihr hier mit der freien Hand aktiv zum Boden runterziehen mit der Handfläche und mit dem Kopf gehen wir rüber. Und dann ist ein schöner Zug in der Nackenregion. Sollte da so ein vom Ohr bis zum Schultergelenk Ansatz Oberarm runterziehen. Atmen. Und bei jedem Mal ausatmen. Nochmal probieren, ein bisschen länger zu werden. Und Seite wechseln. Andere Seite. Dann schau, dass du hier gerade sitzt, schön aufrecht. Nicht da vorne drinnen. Und lösen. Sitzt ihr ganz normal ab. Bein breiter. Die Fersen vom Boden, die Hände hinter den Kopf verschränken, dann runterziehen, vorne runter. Wenn ihr jetzt so eine diffuse Spannung spürt, im Rücken oder im Nacken,
lasst es einfach ein bisschen kommen. Es kann teilweise ein bisschen unangenehm sein, weil der Körper probiert dagegen zu ziehen, das Hirn probiert die Muskelkette zu aktivieren, weil sie sich nicht an den Zug gewöhnt ist, die Länge der Muskulatur. Probiert euch zu entspannen und nur auf den Atem zu achten. Und lösen. Dann nicht vergessen, wenn ihr stretchet am Ende eines Trainings, dann hat das eigentlich, machen wir noch mal überkreuzten Dach, hat das eigentlich mit Beweglichkeitstraining relativ wenig zu tun, weil der Körper mit den ganzen Stoffen, die jetzt während dem Training ausgeschüttet worden sind, macht ihr euer Gewebe, eure Muskulatur, euer Bindegewebe nicht wirklich beweglicher, sondern ihr kommt einfach wieder in einen entspannteren Zustand zurück. Muskeltechnisch und auch nervensystemtechnisch beweglicher werden ihr nicht. Das heisst, all die, die nach dem Training noch eine halbe Stunde dehnen, könnten die halbe Stunde sicher sinnvoller investieren. Sondern ihr müsst das losgelöst machen vom Training. Ein paar Stunden versetzt, wenn ihr wirklich an eurer Beweglichkeit arbeiten wollt. Aber wie gesagt, für das Nervensystem und für den allgemeinen Entspannungszustand ist es absolut okay, wenn ihr da nach dem Training noch ein bisschen lockert. Wer mit der Beweglichkeit noch ein bisschen Gas geben will, soll unsere Yoga-Stunden am Abend, unsere Pilates-Stunden am Abend noch probieren. Und wenn das jetzt gut läuft mit euch, mit den Livestreams, machen wir noch ein paar Entspannungssachen auch noch am Morgen zum Aufstehen. Gehen wir in die Cobra. Hört immer auf mit einer Streckung im System. An die Decke hochschauen. Das letzte Mal zurück in Downward Facing Dog. Hinterlaufen. Schnell alles auslockern und aufstehen. Hey! Danke vielmals fürs Einschalten und fürs Mitmachen. Ich hoffe, das wird sich jetzt etablieren über die Zeit. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr nebendran noch ein paar Comments reintut und auch vielleicht noch ein bisschen beschreibt, was ihr gut gefunden habt, was ihr nicht so gut gefunden habt. Kritik und Feedback immer herzlich willkommen. Gut, schaltet nochmal ein, wenn ihr noch ein bisschen mögt. Heute Abend mit der Alina am 5 Uhr und sonst morgen wieder. Oder wir sehen uns spätestens, wenn ihr nochmal Lust habt, am Donnerstag. Ciao zusammen.